Mein Name ist Arif Taşdelen, ich bin seit 2013 Mitglied des Bayerischen Landtags und seit kurzem Generalsekretär der Bayern-SPD und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag. An meinem Job gefällt mir, dass ich sehr viele total positive Kontakte habe zu sehr vielen Menschen. Und es ist einfach für mich wirklich eine Genugtuung, wenn Menschen zu mir mit Anliegen kommen und ich mich um diese Anliegen kümmern kann und danach ein Anruf kommt mit: Herr Taşdelen, herzlichen Dank, es hat geklappt. Und das freut mich immer wieder. Integration ist tatsächlich für mich ein Herzensanliegen, weil ich auch Integration selber durchlebt habe als Gastarbeiterkind. Und es ist immer ein Unterschied, ob man Integration in irgendwelchen Büchern gelesen und gelernt hat oder ob man das selber erlebt hat und weiß, wie sich Menschen, die zu uns kommen, fühlen und wie Integration auch funktioniert und wie vor allen Dingen auch welche Herausforderungen eine aufnehmende Gesellschaft in der Integrationsfrage hat. Das alles habe ich erlebt und das kann ich auch in meine politische Arbeit einbringen. Nein, ich bin tatsächlich immer auch privat sehr gut gelaunt und man sieht mir, dass ich Freude an meinem Job habe, dass ich Freude am Leben habe und das versuche ich auch sowohl privat als auch im Job auszuleben. Denn ohne Spaß, ohne Freude macht auch ein politisches Amt, glaube ich, nicht viel Sinn.